Heute versucht unsere Wissenschaft, die Zukunftsvisionen von damals zu verwirklichen. Aber wird sie je das größte Rätsel der Welt ergründen, nämlich die Zeit? Ja, hallo, herzlich willkommen im Jahr 2012. Das Jahr ging gruselig los. Folgende Geschichte erzählte ich 1968, als ich 4 Jahre alt war. Dann wurde es etwas gemütlicher, denn ich hatte den Wunsch, ein Märchen zu erzählen, ein Märchen in mehreren Teilen, und deshalb nahm ich da Platz in einem Schaukelstuhl und legte los. Dann kam ein Beitrag über die Zimmertapete in meiner Wohnung, die doch einige Geheimnisse aufweist. Dann habe ich verschiedene Sachen mit der Suchmaschine angestellt unter ganz verschiedenen Überschriften. Und das ist ganz interessant, weil man da so bei meditieren kann und zu ganz interessanten Schlüssen kommen kann. Also das ist Psychedelic und das ist interessant, aber auch wissenswert. Tja, dann bin ich hingegangen und habe ultra kurze Kurzgeschichten gemacht. Ultra kurz, das kann man wohl sagen. Die bestehen nur aus einzelnen Wörtern, ganz wenige Wörter. Aber das Ganze bildet dann ein Bild, das vielleicht beeindrucken kann. Dann habe ich Ausführungen zu Singles gemacht, zu meinem Leben als Single. Das ist so eine Zusammenstellung gewesen, das heißt die Singles mit ihren Bildern und mein Leben so, wie das so gewesen ist. Und das habe ich zusammengebracht. Habe ich gedacht, das ist doch ganz unterhaltsam und vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Danach habe ich dann wieder ein paar eigene Gedichte gemacht und dann kommt Vatertag. Vatertag 2012. Da bin ich umhergezogen und habe mich bemüht, einen neuen Blickwinkel auf die Dinge zu finden. Und das in mehreren Teilen. Also, euer Schaden soll es nicht sein, sich das mal anzuschauen. Dann habe ich mich mit Tarotkarten beschäftigt, habe mich in der Natur umgesehen. Eine merkwürdige Art von Lichterzauber habe ich also hier eingebracht in das Jahr. Und habe eine Reihe von sehr merkwürdigen Experimenten durchgeführt. Dann habe ich also eine Meditationsreihe gemacht zu verschiedenen Themen, wo man einfach mal so in sich gehen kann. Dann kam es zu einer lustigen Begegnung in einem Kölner Schnellrestaurant. Hilfe, Überfall! Nein, nein, ich sehe immer so aus. Das tut mir leid. Ja, mir auch. Ich machte dann verschiedene Videokunstsachen. Und so endete das YouTube-Videojahr Atlantis Art 2012. Und wo es mich noch hinführen sollte, das konnte ich noch nicht erahnen. Alles Gute, bis zum nächsten Teil.